So, einen wunderschönen guten Abend aus Spanien, also Hola, ja. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir haben unser Ziel erreicht. Das ist der Campingplatz El Portos, ein Naturistenplatz. Den hatte ich letztes Jahr schon mal einmal vorgestellt. Und das machen wir dieses Jahr erneut. Letztes Jahr war Corona. Und wir wollen hier mal sehen, was sich hier geändert hat. Oder ob sich überhaupt was geändert hat. Letztes Jahr war der Pool nicht auf, der große. Mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Schauen wir uns das alles mal an. Hinter mir seht ihr den Platz, den Strand. Seht ihr den auch wirklich? Ich muss mir das mal gerade angucken. Jo. Also, wir sind kurz vorm Sonnenuntergang und ich freue mich, euch erneut von diesem Campingplatz zu berichten. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt, beziehungsweise ob es so aussieht wie im letzten Jahr. Und weiter geht es nach dem Intro und morgen früh zeige ich euch den Rest. Campingplatz-Rundgang. Also wir stehen hier. Hier stehen wir. Und wir laufen mal los. Hier an dieser Stelle hat man die Möglichkeit, sich einen Kajak zu mieten. Aber noch nie gesehen, dass das überhaupt jemand macht. Hier an dieser Stelle sind viele Wassersportler, Kajakfahrer, Motorbootfahrer und Taucher, die sich hier umziehen und dann ihre Sachen abspülen. Strand. Da hat sich auch nicht viel getan. Witzig an dieser Stelle ist eigentlich, dass dieser Strand in 2 Stunden pickepacke voll ist. Der ist auch öffentlich zugänglich. Das heißt, jeder kann hier rein, zahlt Eintritt wie im Freibad bei uns. Und kann diesen Strand nutzen und die Annehmlichkeiten vom Campingplatz. Also, weiter geht's. Da stehen wir. Also wer sich fragt, warum hier so ein komischer Zaun ist, da geht es hauptsächlich darum, dass die Sonnenschirme, die tagsüber vom Wind weggeweht werden, aufgefangen werden und nicht in irgendeinem Wohnwagen oder Wohnmobil stecken. Ich zeige euch mal das Waschhaus, die Toiletten. Hoffen nur, dass da keiner drin ist. Mal gucken, außen duschen. Ballmatz auf. So, und das ist hier eigentlich das Außenrestaurant, würde ich das mal sagen. Und der Pool. Also der eigentliche Pool. Die einzigen, die da drin jetzt schwimmen, sind Möwen. Bewässert und begrünt und gepflegt wird er seit letztem Jahr. Aber er ist geschlossen. Er schließt sich mir nicht ganz, aber ist so. Ja. Wunderschön gelegen. Super Pool, aber leider nicht geöffnet. So, weiter geht's.
Ist klar, was das ist, ne? Müll. Hier könnt ihr euren Müll entsorgen. Hier könnt ihr eure Katze waschen. Oder euren Hund. Hundedusche. Katzendusche. Diese Katze. Die gibt es hier reichlich. Das ist auch ein Problem hier. Genau, du hast Hunger. Hm? Du wirst jemanden finden, der dich füttert. So. Ich kann seinen Hund waschen, seine Katze waschen. Vielleicht sich auch selber, wenn man Lust hat. So. Kratzbaum. Und hier haben wir die nächste Katze. Die Entsorgung. Miezekatzen gibt es hier ohne Ende. Und das Waschhaus ist niegelnagelneu. Und war letztes Jahr noch nicht fertiggestellt, jetzt aber. Und weitere Stellplätze. Ob die jetzt so schön sind, weiß ich nicht, aber es sind Stellplätze. Kinderspielplatz. Und ein paar Fitnessgeräte für die körperliche Ertüchtigung. Natürlich auch ein Poolplatz. Poolplatz. Ich gehe mal zum Supermarkt, ich stelle dann wieder ein. Das ist der Winterpool. Der Winterpool ist aber im Sommer aufgeklappt oder aufgeschoben. Ich dachte, ich käme jetzt hier auch zum Supermarkt, was man auch normalerweise kommen würde, wenn man da durchgeht. Aber es ist geschlossen. Wir machen erst um 11 Uhr auf, dieser Pool. Und dann kann man da schön schwimmen. Weiter geht's. So, und wenn wir hier schon mal einmal sind, haben wir eine sehr schöne Aussicht. Und wir sind am Restaurant. Dann können wir auf die Speisekarte gucken, was hier so zu essen gibt. Können wir aber morgens um 7.30 Uhr. Ich hoffe, wir verstehen was. Hamster könnten mit Woche gemacht werden. Sieht aus wie Hulle. Aber so, Wolfsbarsch gebacken. 13,50. Dorade 13. Gambas à la plancha 22. Bier Salsa Verde 13. Thunfischfilet 17,80. Hört sich alles in Grenzen. Für Urlaub ist in Ordnung. So, Frühstück sehe ich gerade, gibt es von 39 bis 12 Uhr. Mittagessen von 13.30 Uhr bis 16 Uhr. Und Abendessen von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Also viel Spaß hier beim Essen. Und vor allen Dingen mit der traumhaften Aussicht. Ja. Ich bin mal gespannt, wann ich ein Baguette kriege hier. Aber das werden wir gleich sehen. Es gibt ja zwei Eingänge beim Supermarkt. Es riecht auf jeden Fall nach Supermarkt. Beziehungsweise nach frisch aufgebackenem. Ja, da wird noch eingeräumt. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Also das sind ja so Apartments, die man mieten kann. Die sind auch ganz schön. Und die Kosten weiß ich nicht. Ich müsste auf der Homepage vom Campingplatz El Portus gucken. Ah, cool. Guck. Also. Habt ihr da eine schöne Liegewiese? Könnt ihr super liegen. Und hab den ganzen Tag eine mega Aussicht. Das ist schon nicht schlecht. Es gibt auch vieles Gutes. Nochmal, Pool. Ja. Und der ist warm. Aussicht. Ja, aber. Ja, da unten war der große Pool, der nicht geöffnet hat. Kinderspielplatz und Strand. Ist schon nicht schlecht, oder? Ich bin auch erstaunt immer wieder über diese Aussicht. Wahrscheinlich sind wir auch deswegen wieder hier, weil man echt gut gucken kann. Ja, und die Aussicht ist echt der Knaller. Allerdings werde ich verfolgt. Naja, also genießt mit mir die Aussicht.
Supermarkt öffnet erst um 8.30 Uhr. Bin somit eine halbe Stunde zu früh. Also laufe ich noch mal ein bisschen mit euch über den Campingplatz und guck mal, ob ich was Neues finde für euch. Ja. Spar gibt es hier natürlich auch, also nicht Sparmarkt, sondern Spar, Spannung, Pflege, Massage, ganze Gedöns. Kostet natürlich zusätzlich, hat sie aber auch. Tennisplätze hat sie auch, aber noch nicht abgeschlossen. Sein. Und da ist die Rezeption. Und das waren mal Tennisplätze. Jetzt sind das Wohnwagen-Abstellplätze. Also neue Aufgaben für die Tennisplätze. Ja, hier kann man natürlich auch überall noch sein Wohnmobil oder Wohnwagen parken. Also hier stehen noch ein paar alte Buden. Nee. Überall Stellplätze. Also so klein ist der Campingplatz nicht. Und ruhig ist es auch, das hört ihr auch, wenn ich jetzt nicht quatsche. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Morgenquatscher. Einmal zur Orientierung. Da oben ist das Restaurant. Da. Und dahinter ist der Supermarkt. Und da gehen wir jetzt gleich wieder hin. Gucken, dass wir ein Baguette kriegen. Hab Hunger. Ja, was nicht ganz so schön ist, das ist halt eben auf diesem Campingplatz, auf diesem spanischen Campingplatz, oftmals an jeder Ecke aussieht wie Hulle. Vielleicht ist das normal. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare, ob das überall so aussieht wie hier. Fertilinschüssel meine ich natürlich nicht, aber den Rest drumherum. Könnt ihr mal schreiben, ob das so ist, ob das normal ist oder ob das nicht normal ist oder dass auch alle kratzen. Guckt schon, wie das Gemüse gefüttert werden und die Scheiße hier stehen gelassen wird. So, das ist die Frage, ob das überall so ist. Würde mich echt interessieren. Jetzt gucken wir mal, ob die Bude hier jetzt aufmacht. Es riecht nach Baguette. Obst, frisch, Tomaten, Pfirsiche, Wein. Ja, hier war ich letztes Mal nur kurz. Ja, es gibt alles, was man braucht. Eier, Brandy, der Liter. Ja, was? Der Liter. Okay, interessant. Zwei Croissants, ein Baguette.
Schlafmütze ja auch. Die Katze wartet auf Fressen. Sonnenbrillen. Falls eure irgendwo verloren gegangen ist, gibt sie auch. Und jetzt geht's mit meinem glühend heißen Baguette zum Mobil. Also, später. Waschraum. Ja, bis war ein Behinderten. Interessant. Vor allen Dingen eine Tür. Wow. Ja, Toilettenpapier wird sich hier gezogen. Toilettenpapier. Immer vorher mitnehmen. Ne? Und ist schlecht. Und Rauchen ist hier verboten. Das ist auch ganz wichtig. Waschraum. Leider müffelt es hier ein bisschen. Deswegen gehe ich mal zum Haus. Katze. Ja. Die Katzen sind hier an sich ein Problem. Die werden nämlich von Hinz und Kunz gefüttert. Machen dann, wenn die Leute nicht mehr da sind, totale Randale. Vermehren sich natürlich wie die Karnickel. Katzen. So, also, das sind Katzen. Ja, die scheißen natürlich alles voll. Und jeder meint, es war ein kleiner Hund. Ja. Aber sind die Spanier sowieso schmerzfrei. Die gehen auch mit den Hunden an den Strand, obwohl das verboten ist. Also Spanier dürfen das. Die Touristen, die hier kommen. Nein, leider nein. So. Auf geht's. Weiter geht's. Sonnenlicht sieht das alles ein bisschen schicker aus. Also das zu den Katzenschiss. Ja, das nächste Kind läuft gleich rein. So, das war's erstmal. Vom Naturisten-Campingplatz El Portus in der Nähe von Cartagena. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen vermitteln. Ist halt eben sehr schwierig hier. Dennoch würde ich sagen, das ist auch gut gelungen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, kostet nichts, tut nicht weh. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Camp Monkey Olli.